Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Paranoise und mit einem Rage Game par excellence. Weiß nicht, ob das ein paar kennen werden. Sonic Unfair. Dem viele kennen bestimmt ja Sonic the Hedgehog für den Sega Mega Drive. Oder was ist Sega Mega Drive? Ist es? Aber jedenfalls für Sega. Und da gibt es ein Rage Game dazu. Kostenlos auf Game Jolt. Link habe ich euch dann in die Infobox gepackt. Und auch hier jetzt diese Musik, die jetzt da dudelt, das ist von der Green Hill Zone. Habe ich euch auch in der Infobox verlinkt. Weil die Download-Version hat keine Musik. Und dass es nicht ganz so langweilig wird, werde ich euch ein bisschen noch Musik da drauf geben. Da gibt es eine 10-Stunden-Version dafür. Und ja, jeder der Sonic the Hedgehog kennt, am Ende wartet ein Ring auf uns, aber den müssen wir erstmal kriegen. Ja, dann genießt die Show und ich starte und habe mega Schiss. Da ist null. Also ich glaube, da wird am Ende irgendwas mit 500.000 da draufstehen. Der Spring ist immer gut. Oh, ein Marderpfahl und Riesenblumen. Ja, erster Tod und da passiert es dann schon. Es fliegen auf einmal Plattformen runter. Genau so wie hier habe ich jetzt mal demonstrativ vorgemacht. Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen dafür gedopt, und zwar einen eigens kreierten Cocktail. Den nenne ich jetzt einfach Früchtetraum. Ja, und Froni zählt meine Tode. Sehr aufmerksam. Und um mir das am Ende dann schön unter die Nase zu reiben. So, Blume nicht gut. Huhuhu. Da kommen jetzt hier so seitlich Spitzen raus. Sprich, wo die herkommen, geht's noch mehr. Ah, gut, aber der Trampolin, der ist sauber. Heide, habt ihr das gesehen? Uiuiuiuiuiui. Wir kommen jetzt da rüber. Ne, so nicht. haben wir jetzt dann so gefreut. Sonic. Ne, das war jetzt. Ja, sehr, sehr hilfreich. Ja, zähl nur schön die Tode. Ne, jetzt erstmal hier rüber. Oh. Sehr gut. Spitz kommt auch raus, natürlich. Ja, schön, danke auch. Nein. Nee. Das wäre jetzt Tod Nummer 9 gewesen. Oder warte mal, nee, hier rüber. Und hepp, auf das Trampolin. Hä? Auf einmal kommt's. Ich mach's mit Absicht. Ich habe das einmal angespielt, auch wegen technischen Gründen, und ich habe das nach 7 Toten habe ich's geschafft. Also ich schieb das alles jetzt mal auf den Alkohol und nicht auf mich. Huhuhu. Oi da. Hä? Ja, hetze. Ja, willst du denn? Million ways to die in Sonic. Ja, genau. Oh, da ist der Ring. Yeah. Ja, da kann man sich auf jeden Fall freuen und auch einen Schluck nehmen. So, Unfair Hill Zone 2. Keine Ahnung, was jetzt da passiert. Komm erstmal am Anfang ein paar Spitzen raus. Genau, wunderschön. Im Trampolin ist noch eine Spitze verbaut. Ja, dann hier rüber. So, und jetzt hier und hepp.
Seht ihr das? Wie kann das sein? Auf die Plattform kann ich nicht springen, aber auf die Spitze. Macht einen Screenshot draus, das ist ja so geil. Das müsste eigentlich der Tommy sagen. Wo steckt er eigentlich? Und hepp. Genau, das war... Das musste ja so kommen, genau. So. An der Palme vorbei und zur Blume auf die Plattform. Und hepp, hepp und... Was? Beide Plattformen fallen runter. Sehr schön. Na komm. Ich weiß, dass da Spitzen sind. Komm. Liebe Paradise, jetzt konzentrier dich. Aber mit Konzentration hast es hier. Oh, zu nichts gebracht. So. Jetzt hier. Ah. Bis hier rüber kann ich auf die Spitzen laufen. Herrlich. Ja, kann ich hier rüber? Passt. So, und... Heppa. Und... Autsch. Und da war schon der Ring. Ja, schön, Dank. Da war der Ring. Alter. So, und jetzt hier rüber. Auf die Blume. Auf die Plattform. Ja, servus. Hallo Leute und herzlich willkommen. Prost. Lehn dich zurück. Chaos auf die Ponia ist schon durch. Wir machen jetzt hier Sonic Unfair. So, und jetzt heppa. Und auf... Uppala. Ja, bist du denn? Das Wahnsinns. Ich hab doch gewusst. Da muss hier zwischendrin noch eine. Da muss da zwischendrin dann noch eine Plattform verbaut sein. Ja. Froni, der zählt sich hier wieder. Hä? Genau, so. Jetzt aber komm. Enttäusch mich nicht, Kollege. Jetzt komm. Und heppa. Und drauf. Und hier rüber. So, und jetzt hier. Hopp. Yeah! Oben war die Plattform. Sonic Exe kenne ich nicht, aber das wurde mir auch bei Game Jolt angeboten. Ich glaube, das soll noch schlimmer sein. So, Unfair Hill Zone 3. Oh Gott. Sind jetzt die Piranhas, sind die gefährlich? Nee. Weil da dazwischen die Spitzen noch gefährlicher sind. Ich glaube aber, ich lege mich besser nicht mit denen an. Nee. Und jetzt hier rüber. So. Ey, das wäre jetzt geil gewesen, wenn jetzt da noch eine Spitze gekommen wäre. Hupp! Drum war da eine Plattform. So, und jetzt rauf aufs Trampolin. Ach nee, da oben über den Spitzen. So, man sieht, die Piranhas sind gefährlich. Da habe ich gerade ein bisschen angeknabbert. So, Plattform. Und ich falle auch noch runter, ganz genau. Jetzt komm. Und heppa. So. 28 Tode habe ich jetzt schon. Und du, aber finde ich schön, dass du die Mühe machst, pro Level zu zählen. So, das sind jetzt zwei. Einer ist eine Niete. Ich glaube, der hintere. Oh Gott sei Dank, weil ich glaube, die andere wäre jetzt runtergefallen und es wäre eine Spitze gekommen. So, und heppa. Schön. Und hui.
Hui, schön ins Verderben. Das erinnert mich ein bisschen an Super Mario World. So, ein Heppball. So, und... Schupp! Und schupp! Spitze! Genau. Sie sind der Meinung, das war... Jetzt müssen wir alles einfrieren. Ich depp. So, komm. Und depp. Und bums. Vierte Krümpf. Krümpf, Strüppel, Plaps. So, in der Mitte. Da war was. Die fällt runter und links sind Spitzen. So war es doch, oder? Warten wir, bis die vorbei sind. Huppa. Und hup! Und hup! Und. Mr. Paradise, Sie sind so ein. Ah! Konnte nicht mal zu Ende fluchen! So sind die. So gemein sind die Piranhas zu mir, die lassen mich nicht zu Ende fluchen! Das geht ihm also gar nicht. So, aber jetzt, komm, und. Und hup! Und Achtung, hepp, und hepp, und heppa, und hupp, und yeah, yeah, geil. So, was haben wir jetzt? Die Mabel Zone. Keine Ahnung, was mich da bringt, aber ich glaube, das ist, oh, oh, Feuer, nix gut. Feuerbälle sind nicht gut. Also. Sehr schön. Und hepp. Und das sind Spitzen. Jetzt kommt da. Kommt nochmal eine zweite Ladung Spitzen rein. Kommt. Ja, wunderschön. Und da kommt natürlich auch eine Spitze. So, und jetzt hier rüber. So. Vorsicht, ein bisschen zurück. Kann man nicht mehr merken, dass auf der rechten Seite die Spitzen kommen. Puh, und. Wupp. Ja. Leg dich nur ins Feuer. Schmeiß einfach den Ring ins Feuer. So. Darf ich aufs Trampolin? Nö. Bohrt sich die Spitze in dem Trampolin in meinen Anus. Gebt zu, das wolltet ihr doch alle sehen. Den Gefallen tue ich euch sehr gerne. Und höpp. Und wupp. Und wupp. Und wupp. Und wupp. Und höpp. Was war das jetzt? Ein Tod war das. Ein Tod par excellence, wie beim 1. FC Nürnberg. Grandios im Sieg und grandios im Scheitern. So, und heppa, und hepp. Genau, so macht es der Könner. So, jetzt komm. Und hey, hoppa. Ganz nah ran, aber nicht auf das Trampolin. Hier rüber. Bam. Mann, lieber Sonic, warte doch ab, bis das Feuer wieder zu Hause ist. Na komm. Und rupp. So, und jetzt komm und rupp. Bup, 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 bup. Ich glaube, insgesamt werden schon Wetten abgeschlossen und hip und hip. So, und jetzt komm, jetzt drüber und. Mann, warte doch, bis der.
Warte doch, bis eine Feuerwehr daheim ist. Froni kommt schon gar nicht mehr mit dem Zählen nach. Komm, und bitte. So, und jetzt warte, bis du da unten bist. Im Original. Du kennst das Spiel, oder wie? Wo weißt du, dass es schwierig ist? Und da ist die Spitze. Jetzt komm. Nein? So, und jetzt... Hä? Bum, bum. Mann, nicht auf die Spitze! Den hattest du doch schon mal im Anus. So, und jetzt komm. Rüber. Warte, bis das Feuer unten ist. Und hepp. Und warten, heppa, und warten, und hup! Hoppala! So, und jetzt komm. Jetzt kommt irgendein Scheiß, oder? Genau! Ja! Kurz vor der Spitze! Natürlich! Kurz vor der Spitze, ganz genau! Wunderschön! Da war mich so gefreut. Dabei habe ich mich so gefreut, dass ich die Feuer überlisten konnte. So, und jetzt komm. Nochmal und wupp. Und wupp. Und wupp. Ja, versenken. Schön versenken. So, wo war jetzt die? Hier rüber. Und jetzt hier. Yeah! Ja! Geil! So, Mabel Zone 2. Keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Oh, Spitzen kommen. Nochmal Spitzen. So, jetzt rüber. Und, hepp, und, hepp, und. Okay, ja, gut. Oh, Gott sei Dank. Da kommt eine Plattform raus, aber wo? Warte, aber halt. So, halt. So, hier rüber. Jetzt rüber. Na gut, dass ich nicht aufs Trampolin gekommen bin. Ich glaube, da wäre was gewesen, oder? Seht ihr? Ich hab's doch gedacht. Da ist eine Spitze. Da ist eine Spitze. Gucci, 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 Gucci. Oh, da ist schon der Ring. Ey! Alter! Bei Mabel Zone 2 kein einziges Mal gestorben. Also das müssen wir echt für die Nachwelt festhalten. Null Strikes. Cool. Ich glaube, da ist die Froni schon ganz überrascht. So. Mabel Zone 3. Plattform. Eine fade Plattform. Was? Was jetzt? Was? Statt einfach drauf stehen zu bleiben, wie man es kennt, muss man mit der Plattform laufen. Man muss ihr selber folgen. Warum? Weil es Sonic Unfair heißt und das Spiel ist unfair. Na dann. Natürlich hier wieder Spitzen. So, dann holen sich meine ganzen Erfolge bei der Mabel Zone 2 wieder ein bisschen ein. So, dann müssen wir es so machen. Nicht ins Feuer springen.
spiel nie mit dem Feuer. Sonic Foi Foi. Und jetzt komm. Pff. Wie soll das bitte gehen? Weil der Drang gehängt oder sowas, ne? So, jetzt hier rüber und in den Todspeck. Genau, in die Spitze auch noch. Wir haben doch gewusst, dass da eine Spitze, dass da Spitzen sind. Trotzdem springe ich da rein. Das ist halt Paranoid-Style. Ich glaube, ich muss auf der Plattform bleiben und einfach laufen. Also bei dem da unten. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier anders funktionieren könnte. Nur wenn ich... So, komm. Plattform. Put. Ich muss irgendwie an dem Feuer da rankommen. Vorbeikommen. Gut ist, dass das Spiel nicht nach Zeit geht oder irgendwie nach, dass das irgendwie Game Over hat. Jetzt komm. Bitte. Mach mir bitte keine Schande, mein lieber Sonic. Bitte. So, und jetzt hier auf die Plattform. Alter, wie kommen wir jetzt da hinüber? Ne, so nicht. Hast du das gebaut? Ich sicher nicht. Nee. Warte mal, ich warte. Ich warte mir den Arsch ab. Und schmeiß mich ins Feuer. Ich mach jetzt mal eine Stunde und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Und wie es steht. Brody, du bist mega aufbauend. Schönen Dank auch dafür. Aber so gibt es einen einzigartigen Pep. Jetzt. Ja, es sind nur Fakten. Jetzt komm, bitte. Irgendeine Methode muss es da doch geben. Nein, so nicht. Ja, eine. Schafft! Nee, ich springe jetzt nicht auf das Trampolin. Bin ich denn des Wahnsinns? Seht ihr? Am Trampolin war natürlich wieder eine Spitze. So, und jetzt rüber. Nee, ich glaube, da kommen auch Spitzen, oder? Wieder? So. Und rüber. Scheißdreck! Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie lang das Level geht.
Warte mal, wie war das gerade? Wie habe ich das gerade eben geschafft? Wie habe ich das gerade eben geschafft? War das Feuer über mir oder unter mir? Ich konnte übers Feuer laufen. So. Rüber jetzt, komm. Da blieb ich wieder hängen. Hab mich selbst getötet. So, und jetzt komm. Ja, aber fast. Ich wusste, das Feuer war über mir. Jetzt komm! Mann! Jetzt bitte! Oh, hupp! Woo! Hä? Spitze! So, ja, nichts schief gehen. So, jetzt hier drüber. Und da hinten irgendwo ist der Ring. Das war sächsisch. Jetzt komm. Bitte. Tu es doch einmal nur für mich. Schön, du hast noch eine Sonne noch dazu getan. Und jetzt rüber. Ja, Spitze, komm ruhig raus. Meinst du, ich bohre dich nochmal in meinen Anus? Freiwillig. Ja, schön, danke auch. Aber wie soll jetzt da in den Ring kommen? Vielleicht ist neben der Flamme irgendwie noch eine Plattform oder so. Komm, bitte. Und hüpsala. Und hopp. Und zack, boom, bang. Ah, Ich muss den Ring mir von hinten reinschieben. Ah, schönen Dank, dass ich das auch weiß. Ebenfalls ohne Sprung muss ich da durch. Komm. Ja, man weiß, wie das Spiel. Man weiß irgendwann, wie das Level geht, aber ein Vorteil bringt das nicht.
so brutal unfair dieses Spiel auch ist. Ihr könnt ja schon mal googeln, wie lang das Spiel geht. Oder beziehungsweise auf YouTube schon ein bisschen gucken. Und Hepsa. Mann, wart doch bis er... Das ist so schwer. Aber vielleicht stelle ich mir einfach nur saudumm an. Ja, ich stehe mich blöd an. Vorher hat es doch auch geklappt. Und rüber. So, und jetzt unten bleiben. Mit den Plattformen laufen. Und nicht in die Lava fallen, du Sack. Gott sei Dank geht das. Gut, Gott sei Dank geht die Musik 10 Stunden. Aber ich kann euch sagen, so lange werden wir nicht dranbleiben. Gut. Ich bin begeistert von meinen Fremdsprachkenntnissen. Ihr auch? Fragt man sich da schon manchmal was... Ja. Ich frag lieber nichts. Ich frag zu viel. Weil da kommt immer so eine Scheiße raus. Jetzt komm. Rüber und hepp. Und hups. Dazu sage ich nichts mehr. Alter! Entweder ich laufe in die Feuerkugel rein oder ich falle in die Lava. Ich kann mich für eins entscheiden. Jetzt komm. Ich verstehe dich, aber wenn man da hängen bleibt, warum kann man dann nicht mehr springen? Oder der Feuerteufel war zu hoch. Jetzt komm. Wie soll das bitte gehen? Wie kommt man jetzt da durch? Vielleicht da mit dem Steuerkreuz da nach oben gehen? Ist das der miese Trick? Weiß ich erst, wenn ich da wieder so weit bin.
Jedes Mal beiße ich mir die Zähne aus. Ja, ein Lolli kommt noch. Nur wann bei der 70 kommt ein Kuchen. So, und hepp und huppala. Und hopp. Und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Das war jetzt geil. Oh, jetzt bloß nicht runterfallen, ich sag's dir. Ja. Ja, sehr schön. Die mittlere Plattform war unsichtbar. Habt ihr das gesehen? Ja, es wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, komm jetzt. Wissen wir jetzt, die letzte Gemeinheit in diesem Level auch. Wäre fast befördert worden und hätte mich feiern lassen. Nö. Ja, fall nur in die Lava. Ganz schön. Der will nichts mehr leben. Und hopp. Und wuppala. Und jupp. Und jupp. Jetzt hier. Sehen Sie und staunen Sie, wie ich mich hier abmühe. So, und jetzt ein super Big Jump. Yeah! Oh, Final Zone. Ach, war's das schon? Was ist dann schon? Oh mein Gott. Oh Gott, oh nein, oh nee. Oh nee. Schöne Gruß, auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war wunder. Was? Oh, was? Fatal Error in Action Number 1. Ich habe das Spiel, glaube ich, gecrashed. Kann das sein? Sehr schön. Das glaube ich jetzt nicht. Alles klar, probieren wir es jetzt auch noch mal. So, und hepp, wie war das? Und, nee, da war die Spitze. Normal müsste es jetzt dann fast ohne größere Bressalien funktionieren. Oder ich glaube, dass das auch so ein... Ich glaube, dass das eine Gemeinheit von diesem Spiel ist. Yeah! Ich glaube, das ist eine Gemeinheit von dem Spiel quasi dann irgendwie. Ich weiß nicht, weil ich glaube, du hast schon da unbegrenzte Lebenszahl. Meinst du, ich weiß alles? Zumindest mit möglichst wenigen Toten müsste es eigentlich doch klappen. Und hüpp und über die Dinger laufen. Hüppa und hupp und wuh.
Yeah! So. Unfair Hill Zone 3, glaube ich. Maple Zone 2, glaube ich, da habe ich keine Tode gehabt. Ich glaube nicht, dass ich diesen Triumph nochmal wiederholen kann. Oh, whoopa. Oh, whoop. Ich spring genau dazwischen. Und whoop. So, die Mitte war der saubere. Hier war aber... Da fällt mir buchstäblich der Boden unter den Füßen weg. Komm. Bitte mach mal. Mach doch was. Tu es für mich. Das stimmt, da war eine Plattform. Und da war die Spitze und hüppa. Super Big Jump. Und hüpp und hüpp und hüpp und hu. Hü und hot. So. Jetzt kommt die Mabelsohn. Oh Mann, jetzt komm. Weißt du was? Breche ich gerade hier alles auseinander oder was? Nö, bitte nicht. Hup. Die Spitzen waren auch hier. Und hup. Trampolin war böse. Hier rüber und höp und höp und puh. Ja, hättest du wohl gern, oder? Ich glaube, ich war bei 132 Toten. So, und jetzt kommt und schupp. Und hüpp und jump und hämmer und hupp und rüber. Warte mal. Her! So, Mann. Anfang Mabel 2. So. Jetzt kann man auch hierbei sterben. Schön, dass ich da auch mal in diesen Genuss komme. So, und jetzt hier vorbei. Und da war die Spitze. Und rüber und her. Geil. Faust. Ja, du Faust. Oh Gott. Ich war so froh, als ich die Zone durch hatte, war ich so froh. Wegen diesem blöden Feuerteufel! Ja, kleine Spitze. Schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust, ne?
Hast mir überhaupt nicht gefehlt hier. Achtung. Die Plattform war die Miete. Yeah. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ja, und da sieht man es jetzt genau. Jetzt habe ich wieder das Spiel gecrashed. Dabei habe ich jetzt hier nur 31 Tode gehabt. Das heißt, das Spiel kann man nicht schaffen. Also tue ich dem Spiel auch den Gefallen und beende es. Alter! Spielemorder. Die Spieler haben ganz schön zu leiden unter mir. Ja, die Flamme kannst du auch gar nicht schaffen. Ja, dann würde ich, dann würde ich mal sagen, also dieses Spiel ist wirklich unlösbar. Vielleicht spiele ich es noch mal, aber wenn dann vielleicht erst nach der Sommerpause. So, das war jetzt das letzte Let's Play vor der Sommerpause. Da verabschiede ich mich und euch dorthin. Wir sehen uns dann Anfang September da wieder zum nächsten Projekt, was unter anderem, was dort reinkommt. Das werdet ihr noch sehen. Bis dahin bleibt mir treu und gewogen und bis zum September. Bye bye, euer Paranoise.